Hallo, hier ist stefan-live.de mit einem Beitrag von der Auflösung der Versammlungen in Alfdorf. Also heute um 12.11.2020 um circa 21 Uhr sind zwei Versammlungen von der Basis, von der Neugründung und von Wir 2020 aufgelöst worden. Es ist irgendwie sehr, sehr seltsam, die ganze Geschichte. Es sind eigentlich politische Versammlungen zugelassen, laut der Corona-Verordnung. Und mir kommt so langsam vor, weil es ist jetzt schon das zweite Mal bei der Basis passiert, dass vielleicht dort ein ganz anderer Hintergrund ist, dass die Frau Merkel und Konzerten, das Merkel-Regime, Angst hat, wenn sich jetzt neue Parteien gründen und die versuchen, die Parteien zu blockieren, dass sie sich nicht auf, ich sag mal, in Form bringen können und dass es vielleicht gewollt ist, zu behindern. Aber macht euch selber einen Eindruck drüber. Ich habe ein paar Sachen von der Veranstaltung beziehungsweise wo die Polizei dann eingetroffen ist, Personalienfeststellungen und so weiter dann machen können. Und ja, schaut es einfach mal selber an. Sehr schweren. So, hier sieht man, wir sind hier. Werden gerade festgehalten von der Polizei. Weil ich wollte hier nämlich den Nachweis zeigen, dass wir hier eine politische Versammlung haben. Weil wir Unterschriften sammeln für die Kandidatur beim Landtag. Sie können sich das anschauen, das ist hier dabei. In ausreichender Menge, so viel wie hier Leute sind. Ich habe auch noch welche. Entschuldigung. Die letzte Situation dieser Art war eine Polizeikontrolle im Sammeljahr. So, also man sieht hier, könnt mir dann geschwind reisemäßig kannst du es mal detailliert vielleicht ein bisschen ins Licht reinstellen. Warte mal, vielen Dank. Also, wir wurden hier gerade festgehalten. Kannst du mir da mal gerade sagen, was hier gerade vorgeht? Also, wir sind von der Basis. Ich bin von der Basis und ich bin Kandidat für den Landtag. Und wir Mhm. haben heute hier politische Versammlung und ich habe das Parteiprogramm vorgestellt, weil wir brauchen Unterschriften, Unterstützerunterschriften und natürlich auch Parteimitglieder. Und hier ist für den Remsmo-Kreis sind die ganzen Dokumente, also auch in Jawohl. ausreichender Menge Jawohl. mitgebracht, Okay, sehr schön. entsprechend der Anzahl der Teilnehmer hier. Und jetzt sind wir leider nicht dazu gekommen, diese Unterstützer-Unterschriften zu sammeln. Okay, und das ist alles angemeldet gewesen, beziehungsweise ordnungsgemäß Ja, es ist eine alles. politische Versammlung, Politische ja. Versammlungen darf man sich dann praktisch treffen, trotz der Ja, Corona-Maßnahmen. ja, Und ja. wir wurden praktisch jetzt widerrechtlich festgehalten Es hier. gibt extra Passage in der Corona-Verordnung über politische Versammlungen. Paragraph 10 Absatz 4 der Corona-Verordnung. Okay, dann mal vielen Dank. Jetzt darfst du Ich habe hier reden. eine private Veranstaltung veranstaltet und habe mein Essen und Getränke verschenkt. In der Corona-Verordnung steht Paragraph 11 drin, dass Veranstaltungen nach normalen Abstandshygieneregeln möglich sind. Das ist eingehalten worden. Paragraph 8 Grundgesetz steht drin, jeder Deutsche darf sich frei versammeln. Eine Veranstaltung und eine Versammlung in geschlossenen Räumen muss sich nicht anmelden. Von daher kann ich mir nichts vorwerfen lassen, was jetzt diese Aktion hier soll. Weiß ich nicht, aber wird sich klären. Ich kann nur raten, keinen Bußgeldbescheid zu bezahlen, weil das ist absoluter Quatsch, das ist Willkür. Wenn da wäre Wir haben sowieso nichts zu bloß die machen. Ordnungswidrigkeit. Genau. Aber selbst das muss man nicht hinnehmen. Genau. So sehe ich das. Gut, vielen Dank. Gerne.